Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe PowerPoint 2016 erste Schritte. Dieses Video richtet sich an absolute Anfängerinnen und Anfänger. Und hier zeige ich dir jetzt, wie man ein Design einfügen kann, Uhrzeiten, Foliennummern in der Fußzeile und was eine Masterfolie ist und was man darunter versteht und wie man da was machen kann. Als erstes bringen wir ein bisschen Farbe in unsere Folien, wird auch langsam Zeit. Und da geht es darum, dass ich hier ein Design einfüge. Ich suche mir dann nochmal die entsprechende Registerkarte, die ich da verwenden könnte und habe dann hier dann die Möglichkeit, dann entsprechende Einstellungen dann auch vorzunehmen. Klicke mich mal durch, überprüfen wird es nicht sein, Animation wird es nicht sein, Entwurf, da bin ich dann richtig und ich habe hier dann mehrere Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ich kann mir hier die Auswahl dann vergrößern. Man sieht dann hier schon eine Vorschau, man sollte etwas nehmen, was natürlich zum Inhalt passt. Schaut sehr trendig aus, muss ich sagen. Wenn ich hier so durchschaue unten bei der Vorschau, wenn ich hier dann, da zum Beispiel mal richtig, nehmen wir mal das hier, ich habe hier unten dann einen Bretterboden und es verändert sich dann dementsprechend auch mit dem Design, das ich gewählt habe, alle anderen Folien und es verändert sich dann dementsprechend dann auch hier die Schriftart, die ich hier habe. Und ja, alle Dinge, die ich dann hereingebe, bekommen, haben dann immer ein bestimmtes Design. Wenn wir uns das hier dann zum Beispiel anschauen, so würde dann die Titelfolie ausschauen mit der entsprechenden Gestaltung dann. Gut, jetzt suche ich mal wieder die entsprechende Folie. Und du siehst schon, ich habe ein entsprechendes Design gewählt. Ich könnte noch ein ganz anderes nehmen. Ich muss aber sagen, ich war da sehr, sehr angetan davon, aber das schaut auch toll aus. Wenn wir mal hier. Das hat hier zum Beispiel den Nachteil, dass ich hier dann hier diesen Strich dann durch hätte. Das würde mir dann doch wieder nicht so gut gefallen. Wo gibt es was Besseres? Hat mir vorhin schon sehr gut gefallen. Ah, da waren wir wieder. Gehen wir wieder das. Okay, also wir wissen jetzt, was ein Design ist. Praktisch peppt gleich die Präsentation auf. Und ich möchte jetzt hier eine Fußzeile einfügen. Dazu gehe ich jetzt hier auf Einfügen. Da möchte ich jetzt Datum, Uhrzeit und die Foliennummer mir mal vornehmen. Das Menü über hier Kopf und Fußzeile hier in der Registerkarte einfügen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Datum und Uhrzeit einfügen möchte, klicke ich jetzt hierher auf Datum, Uhrzeit einfügen und dann steht dann hier automatisch aktualisieren. Jetzt habe ich gerade hier den 17.01.2016. Oder ich möchte hier zum Beispiel es fest haben. Das heißt, in Zukunft, wenn ich diese Präsentation gezeigt habe, sollte immer der 17.01.2016 gezeigt werden. Also selbst in einem Jahr würde das dann hier stehen. Da würde man sehen, wann ich diese Präsentation zum Beispiel gemacht habe. Oder automatisch aktualisieren. Wenn ich das in einem Jahr machen würde, wäre es dann der 17.01.2017, was man dann hier dementsprechend dann auch sehen würde. Ich kann hierher gehen, könnte auch das Format dann dementsprechend dann verändern. Könnt ihr hergehen und sagen, zum Beispiel, okay, 17.01.1938, ja, und sogar 38 Sekunden würde dann dargestellt werden, es würde immer wieder dann aktualisiert werden. Wo würde das dann Ganze eingeblendet werden? Schauen wir uns das einmal an, für alle übernehmen. Übernehmen wäre dann nur für diese eine Folie, wo ich gerade bin, und für alle übernehmen auf allen Folien. Geht sie her, und dann würde mir das dann dementsprechend dann hier dann hier oben dann zum Beispiel einblenden. Das würde zu diesem Design passen, dass es hier dann eingeblendet wird. Ich gehe jetzt hier wieder zurück und wähle mir jetzt hier zum Beispiel noch die Foliennummer aus. Klicke wieder auf für alle übernehmen und er würde mir dann die Foliennummer einblenden. Das macht er hier dann, in dem Fall die 11. So schaut der 10er aus. Der 11er ist etwas verwirrend, der 12er schaut dann so aus. Ja. Dementsprechend, ihr seht, der Strich geht durch, da würde ich dann hier dementsprechend das Textfeld etwas nach unten verschieben. Gehe dann wieder hierher und habe jetzt schon gesehen, wie ich das dann hier einfügen kann. Wenn ich jetzt hier auf die Titelfolie gehe, dann steht hier der 1er und ebenfalls das Datum. Wenn ich das aber nicht möchte, gehe ich auf Kopf- und Fußzeile und gehe hier an, ja, auf Titelfolie nicht anzeigen, dann sieht man davon nichts. Aber auf der zweiten Folie sieht man das dann schon dementsprechend, also wenn man das nicht möchte, sollte man das dann so machen. Also wir haben jetzt besprochen, welches Design wir wählen könnten, Fußzeile und so weiter. Und dann gibt es aber noch eine Masterfolie. Und diese Masterfolie erreiche ich dann unter anderem hier über Ansicht. Und ich gehe dann hier in dem Fall auf Folienmaster. Was wird jetzt hier verändert? Ich sehe jetzt hier verschiedene Arten von Folien.
Das wäre jetzt hier eine Titelfolie. Wenn ich hier etwas verändern würde, würde bei jeder Titelfolie, die ich einfügen würde, diese Veränderung dann beibehalten werden. Wenn hier zum Beispiel ist leeres Layout, würde das so ausschauen. Wenn hier diese Nummer, und wenn ich jetzt hier hergeben würde und hier dann zum Beispiel ein Bild einfügen würde, gehen wir wieder auf Einfügen, Bilder, füge dann dieses Bild hier ein. Dann erscheint das hier. Ich richte mir das jetzt hier her und gehe dann wieder hier auf diese entsprechende Ansicht und wähle mir jetzt dann die Normalansicht. Dann habe ich hier bei dieser Folie, die ein leeres Layout hat, würde das dann eingeblendet werden. Bei den anderen sieht man es nicht. Da habe ich nicht dieses Layout. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergehen würde und eine neue Folie einfügen würde, mit einem leeren, da habe ich schon die Vorschau, da sehe ich schon, dass dieses Bild kommt, da würde automatisch dann dieses Bild dann erscheinen. Und ich kann es auch hier nicht löschen. Wenn ich das löschen wollte, müsste ich wieder zurückgehen in die sogenannte Master-Ansicht, diesen Folienmaster, gehe dort hinein, suche mir die entsprechende Folie aus, entferne hier dieses Bild. Und wenn ich dann wieder in die Ansicht dann zurückgehe, dann auch hier Master-Ansicht schließen mache, dann ist es auch schon verschwunden hier, dieses Bild aus einer leeren Folie. Ja, ich lösche mir jetzt dann gleich diese eine Folie, ich könnte es auch ausblenden, aber ich lösche mal hier diese eine und habe dementsprechend dann, wenn ich jetzt hierher gehe, schauen wir mal, wo ich jetzt war, habe dann im Prinzip alles dann dir erklärt. Design, Fußzeile, Datum, Uhrzeit einstellen, Foliennummern, auch der Titelfolie wird nicht angezeigt und was eine Masterfolie ausmacht, nämlich dass dann alle Veränderungen dann genau auf diese Art von Folie dann durchgeführt werden. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, dich dann schon bei dem nächsten Video dann, ja, unter Anführungszeichen, dass du mich dann sehen kannst. Bis zum nächsten Mal.